So, und damit willkommen zurück zu Krieg Memories of Azur. In der letzten Folge waren wir hier im Zyntra-Wald unterwegs. Eher schlecht als recht lief's da. Aber wir haben zumindest die eine Quest für Zack beendet. Die Speerausbildung. Wirkungsvoller. Okay, komm. Bring mir was bei. Neue Technik. Sind ja Luft. Unten und X drücken. Okay. Sehr gut. Was gibt's hier noch? Ich bin bereit, etwas Neues zu lernen. Das Lauren-Dingsbums-Schwert wird dir gute Dienste leiten. Blub, blub, blub. Keine Ahnung. Plagenfledermäuse. Die haben wir in dem Wald einige umgehauen. Armbrüste. Ein Bündel Pfeile und eine Armbrust. Ah, alles klar. Speerausbildung. 10 Fledermäuse. Ich guck mal, ob ich kurz hier schon ein paar Pilze abgeben kann. Untersuchen. Unterhalten. Nee, dann erstmal noch nicht. Mana-Wurzel. Passiert jetzt was Tolles? Gedämpfte Mana-Wurzel stellt 3 Lebenspunkte wieder her. Dann gehen wir. Wobei, erstmal speichern. Ich habe noch keine Seile für dich, Kollege. Ich brauche einen Pilz. So. Wenn ich hier draufklicke, passiert nichts. Ich sehe nur, in welche Richtung ich kann. Alles klar. Untersuchen. Ja, wir wollen da hin. Na gut. Gucken wir mal, ob jetzt zufällig solche Fledermäuse wieder kommen. Kam und hat mir nichts genutzt. Okay, Treffer. Nehmen wir mit. Ah. Thank you.
Okay, damit haben wir 100 Edelsteine. Tasche voll, Mist. Komm, ich könnte noch einen Pilz gebrauchen. Das vergessen wir mal ganz schnell. Was steht hier? Achtung, Lebensgefahr. Gefahr. Warum? Dreht er sich immer um? Blöde Katze. Oh Gott. Das war sehr... Da ist noch der letzte Pilz. Glück gehabt. Okay. Habe ich noch Platz im Inventar? Ein paar Wurzeln. Ich sehe zu, dass ich hier wieder hochkomme. Du warst so eine Pflanze, die ich abgeerntet habe. Gut. Hoch. Ich will wenigstens die Quest mit den Pilzen schon mal abgeben. Vielleicht kommt ja dann ein neuer. Das war nicht der Speicherstein. Erstmal speichern. So. Moment, wie war das? Hauch von Heimat. Alle Zutaten in den Kochtopf geben. Pilz, Pilz, Pilz. Lebenspunkte. Abgeschlossen. Fledermäuse besiegen. Finde Material, was Toro braucht. Das sind Seile. Finde die Teleskoplinse. In welche Richtung ist sie denn geflogen? Was hat sie gesagt? Was ist denn andere? Ha. Naja, gut. Kann ich mit dir reden? Ich glaube nicht. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Kochen. So. Ich konnte doch hier einen Inventarplatz kaufen. Ich möchte etwas kaufen. Jawohl. Dann möchte ich hier noch die Dinger kochen. Habe ich wieder Muffin bekommen?
Wenn ich das Muffin dir verkaufe, was bekomme ich dafür? Sieben Edelsteine. Ich werde noch mal zum Wasserfall gehen, da noch ein paar Fledermäuse platt machen. Quatsch. Natürlich erstmal wieder speichern. So, annehmen. Ganz unten war auf jeden Fall ein Seil. Ah, dich habe ich nicht gesehen. Du Ding. Okay, das läuft richtig bescheiden. Ein Muffin essen. So. Ah. Böse Katze. Böse Katze. Weg mit dir. Ein Seil. Schnell abhauen, bevor mich die Sporen treffen. Kurz tauchen. Da ist eine Truhe. Nein! Das war zu knapp. Hoch mit dir, hoch mit dir. Wieder ein Lebenspunkt verloren. Tasche ist voll. Okay, Lebenspunkte wieder voll. Da oben ist ein Pilz. Brauche ich den noch? Auftauchen. Oh Gott. Ich bin aber auch zu dämlich. Schon wieder. Hat er sich rumgedreht. Komm. Was haben wir noch zu essen? Eine Pilzsuppe. Gott sei Dank. Tasche voll. Okay. Miese Sache, das.
So, hier können wir klettern. Noch ein Pilz. Was ist das? Hier schauen Augen raus. So. Moment. Kann ich ja mal voll knicken. Was ist das? Richtig mies. Den Sprung kriegen wir vielleicht besser hin. Oder wir müssen ganz schnell sein. Jawohl. Zwei Seile. Ein paar Lebenspunkte. Es geht immer tiefer. Verdammt. Ja. Scheiße. Bei den Dingern vergesse ich immer wieder, dass sie aufplatzen. Ob das gut oder schlecht ist, wenn ich hier reingehe. Oh Gott. Raus. Wenn ich vorher nicht speichern kann, ist das, glaube ich, irre. Das sieht auch aus wie ein Speicherpunkt. Okay. Oh, da ist noch so ein Fledermaus-Ding. Beenden wir hier mal die Folge. Und in der nächsten geht's dann hier weiter. Tschüss, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal.